Hey guys, and welcome back to another video on this channel, Pion Dragic, with me, back at the NBA Season 3, starting off with our second match day versus the Celta Victinis, led by Naim, I don't know how to pronounce it, I hope you will forgive me, and therefore I prepared some team building slides for you again, so you guys get a brief reminder of a brief insight into my team, and because reminder wouldn't make sense, you haven't seen it before. First off, we have my Slowking. Synth Shade is back. Spoiler, it's the only Pokemon that is on this team that was on the team of last match day. So you will see a lot of new faces, and with Slowking, I wanted to have another time a physical defensive Pokemon. This time with the Rocky Helmet, and with a lot more of momentum, with Teleport and Future Sight. Future Sight aim momentum, but teleport, and the combo of Future Sight and Scald because it hits the enemy team really well. So all psychic resists in the enemy team are hit by Scald, and the other way around. And slack off for recovery. Secondly, we have Skarmory, Karn Rathmore with the sturdy ability. Also physical defensive, but without any attack. Normally you play it with things like Body Press or Iron Head, but this time I decided against that because I wanted more utility moves. Like I saw that the enemy team struggles with spikes a bit, therefore I've gone with the spikes. And I also needed a reliable defogger, so Skarmory was up for that this time as well. I wanted to have Taunt for potential enemy defoggers and recovery mons, so I can hinder them using their recover moves or taunting me, since Skarmory ain't the slowest Pokemon. Even though it's defensive, and for example, I can prevent Belly Drum or Sticky Webs from Slurpuff, or I could prevent Toxapex from recover itself or laying Toxic Spikes, and the same goes for Gliscor. I can prevent Defogging or lay Roosting, and yeah, that's it. Next, we have Komala, and Ramin Jinx is its name, with the AV and Comatose, which is a really nice ability that hinders the opponent of using status moves against us or getting us statused. And as with typical with AVs, it's a more specially defensive Pokemon, so we want to check stuff like the Specs Swallow or the Zoroark, as well as the Appleton or Rotom. And with Return, we have a really strong stab that hits a lot of the enemy Pokemon. We have Rapid Spin as another form of removing hazards. We have Knock Off, which is the greatest utility move out there, and we have another momentum move with U-Turn, because this time I feel like momentum is going to be a key part and I wanted to have some more in the team. And we don't really need courage moves for stuff like the Cobalion, because that's a mon we don't really want to stay in anyway. Next, we have the Lord himself, Vayne Victor, Suleiman the Great, with Zen mode, not Golurk Tactics. We want to set up sweep with this beautiful ape, and
the idea behind this crazy EV spread is that we are going to sub in front of stuff like Gliscor when it's forced to switch up fearing the ice attack, or stuff like the Toxapex, which can't break our sub with Scald even with a little special attack investment. We can also set up in front of the Appleton, and yeah, so there are some ones we can set up on. We can then substitute and use Belly Drum. I know that Toxapex is able to haste, therefore we can play around that. If we are against Toxapex and we saw that it has haste, or we at least assume it, we can then click Earthquake behind the sub first, get it into a range it is forced to recover or switch out, and then we can Belly Drum. So since our substitute ain't going to break so soon, I think one time will work. And with the Select Berry, we outspeed everything in the enemy team after the speed boost and the Zen mode bonus, which we switch into another form and then get 130 base speed instead of 95. Next up is Sapphire Blankly, our Nidoking. So the second one our last opponent expected with the Dominating Galar, but they are going to come this time. It looks really nice against the enemy team because it has great coverage against all of its wards, and there aren't that many of them, and the other mons have to fear being 1 KO by Nidoking. Its only downside is that it's, that it's outsped by a lot of enemy Pokemon. Therefore, we have to be careful about that. It's a standard Sheer Force Life Orb set, but with rocks. And yeah, nothing too special. It hits hard, it gets rocks up, and we can then force the enemy to get the hazards away. Which will help our next Pokemon and last Pokemon, Romulus Roseburg, the Persimian. The Persimian with Defiant, and it's one of the mons I've drafted a lot. For those of you who don't know, it's a standard choice scarf set, and as I said, we got spikes and stealth rocks this time, therefore we will likely force the enemy to use defog, since they don't have a rapid spinner, but they do have multiple defoggers. And if they do, we can then predict it with a switch into Persimian and get a 3+2 boost. Also, the only reliable switch into Persimian will be a physical defensive Gliscor. And if we +2, the only one is Toxapex. And therefore, we can then use Persimian to lure in Toxapex with a predict and U-turn, and then freely switch into Darmanitan to get the momentum going and to get the sweep started, and it will help us in the late game. But if all of this will work, we are going to see that in the upcoming battle, so stay tuned, guys. So here we are in the battle against Naim. Good luck, have fun. I have to check. Okay, Porygon bot is drin. You all suck. And therefore we can start now. And we see that he has Gliscor, he has Victini, he has Toxapex, he has Mega Beedrill, he has Cobalion and Rotom. So his potential defoggers are Rotom and Gliscor, but in most cases it should be Rotom.
And yeah, so which one we are going to start with? I'm thinking Nidoking, because it has a pretty good matchup against anyone and it shouldn't die one hit against Gliscor, but we can run a Kalk, Nidoking versus Gliscor. Yeah, should be fine. Okay, I'm going to start with Nidoking. Victini comes in. Okay, now it's a bit of a mind game, but V-Create kills us. Any Psychic attacks will most likely kill us as well. It's a headbutt, maybe not, but any special move will kill us. Therefore, we have to scout what he's doing. I think I'm going with Slowking first and scout if he's physical or special. Okay, 32% on my Slowking means he is Adamant Scarf. Oh wait, that's recreate, not your turn. 32%. Okay, so Adamant Scarf can still be a thing, but Jolly Scarf as well. It's not an damage boosting item. Okay. Now we have the problem that Mega Beedrill. Beedrill Mega, your turn is going to kill me. 100%. Okay, so therefore I'm going to switch into Skarmory because that's my thing. And if he's going to use me, he gets another Rocky Helmet chip. Okay. Now into Victini. He could Bolt Strike, but then he is locked. So I'm going to check. No, V-Create is his choice. Okay, and now we are going to Future Sight. Okay, and go into Pomala. Wisp, we can't be Wisp. Okay, and now we have a free knock. Easy, 14%. Rotom versus Komala, 14%, but means he is not special attack invested, not at all actually, or some but not much. Okay, so he's not an offensive item as well. Okay, he gets his justified boost, that sucks, but AV drops. Okay, and he gets nice damage from Future Sight. Now I have to switch into Slowking again. Yeah, that's not a problem. We can check that. And we can then okay, should we slack off? Should we teleport? Future Sight again. I think we're going to Future Sight again. Yeah, that's not a problem. Teleporting would have been a play as well, but that's fine. He's going to Volt Switch again. This time I'm going into Nidoking because Will-O-Wisp ain't doing much to us. Yes, that's what we want to see. And we're getting Stealth Rocks up. So now everything works awesome. Okay, we are faster and we can now check Nidoking versus Rotom. Shadow Ball did way too much, so he is offensive. As I said before, he is somewhat offensive. Okay, but if we are going to attack and he has, for example, since we are faster, full Ice Beam should kill. No, it doesn't. Okay. Alright.
we then get our Stealth Rocks up again. Alright. Sludge Wave it is then. And the Defogger is gone. Okay, we got rid of Rotom. Sadly, Ice Beam didn't kill, so he was heavily invested into Bulk. More than I thought. And now Victini joins. But we still have an answer in Slowking, and it's, yeah, he can't do anything against Slowking. Okay, so I think we are going to Scald this time. Okay, Toxapex comes in. Burn, not the greatest, but fine. And we are going to Future Sight. Alright. And teleport. Scald, okay. Alright. Scald did 7%. Now we can kalk that. With Darmanitan. Wait, with Slowking. 7%. Alright, it's not invested in attack most likely. And with our Darmanitan we should tank it. So we then are able to ease pressure to switch because we have Future Sight support. Baneful Bunker, that was your mistake, my boy. Okay. So we could kill him first, he's going to switch into anything, but after that, no, wait. Okay, we should Belly Drum. Hopefully he doesn't haze. Otherwise it's... Okay. Nice! Okay, alright. This should be game. This should be game. Come on, get in! Alright, Icicle Crash. Dead. Okay, I think it dies to Earthquake. Yeah, nice. Tebalion, Earthquake. Can't miss. And Victini, Earthquake. GG! Wow! Sorry, Naim, it was a really fast one, but this was all prep for that moment. And I think it was awesome to see that it worked. And you're going to get your wins soon. So stay tuned and have fun. And I will see you guys next video. Bye! So, da sind wir im Kampf. Gegen den lieben Naim oder auch in-game Loaf of Naan. Und ja, also wie wir sehen können, hat er Toxapex dabei. Dafür hatte ich mich im Teambuilding gepreppt gehabt und hatte ja vor, mit Darmanitan Galar mich zu setupen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber er hat auch Victini und Mega Bibo dabei, also den U-Turn Core, der uns stark unter Druck setzen kann. Vor allem mit Victini mit Bolt Strike kann sowohl Slowking als auch Panzer Aeron Probleme machen. Ansonsten hat er zwei potenzielle Defogger mit Skokro und mit Rotom und Kobalion, was Scarf sein könnte, aber auch Victini könnte Scarf sein. Auch Rotom könnte Scarf sein, aber ich tippe auf eher Kobalion oder Victini, also vor dem Match schon. Und ja, also mit Liden hatte ich es nicht so schwer. Ich habe auf Matchups geguckt und habe gesehen, dass Nidoking halt einfach gegen alles gut aussieht. Es hat gegen alles irgendeinen Move, was sehr viel Schaden machen kann. Und kann gegebenenfalls bei einem guten Matchup einfach die Rocks rauslegen. Also war Nidoking mein Lead. Und dann fangen wir doch auch gleich mal an. Er geht in Victini. Ich gehe in Nidoking.
Da wechsle ich leider raus, da ich Angst haben muss vor der Psychic-Attacke und ich scouten möchte, was für ein Victini er ist. Wir sehen den U-Turn-Schaden, sehen, dass er physisch sein muss und der Rocky Helmet Chip. Hier gehe ich in Skarmory und wie ihr schon sehen könnt, deswegen haben wir den doppelten Beulenhelm dabei, damit wir diese U-Turns bestrafen können. Dann geht er wieder in Victini, also er setzt mich damit gut unter Druck. Ich gehe wieder ins Slowking und er drückt V-Create. Zum Glück keine Elektroattacke. Die hätte er ja hier auch for free drücken können gegen Panzer Aeron. Ist hier gezwungen rauszuwechseln und ich bekomme eine Seher raus. Scoute jetzt hier, was Roto machen möchte. Entweder greift es mit dem Shadow Ball an, dann würde es zumindest keinen Schaden machen, oder es wechselt einfach mit Wolfsbisch raus. Letzteres ist wahrscheinlicher, aber dann sollten wir als Komada nicht zu viel Schaden davon kriegen, weil wir als Hotwiss sind. Es drückt Will-O-Wisp zu meiner Überraschung, was noch so besser ist, weil durch unsere Fähigkeit können wir nicht Will-O-Wisp werden. Jetzt wechselt es raus. Kobalion kommt rein. Ich bekomme einen Knock raus. Wir geben damit Kobalion einen plus 1 Boost. Aber der Knock war komplett free und der Seher kommt jetzt und macht dem nicht mehr assault-lasteten Kobalion über 50% Schaden. Also richtig gut. Aber ich brauche euch nichts zu erzählen. Das Kobalion ist auf plus 1 Attack. Wir werden hier definitiv rauswechseln müssen. Gehen deswegen ins Slowking. Er drückt auf CC, macht uns aber nur 28%, da wir Full Fistev sind und bekommt wieder Chip. Und ja, wechselt jetzt hier mit Voice Switch raus. Rotom kommt rein. Und ich kann wieder Seher drücken und selbst rauswechseln, um mit Regenerator wieder, also mit Belebekraft wieder mich hochzuheilen. Und gehe hier Nidoking, da ich mit dem Voice Switch rechne, der auch kommt. Ist also aufgegangen. Kann jetzt meine Tarnsteine legen, während er mich angreift. Und der Seher-Damage kommt durch und macht 48%. Hier sehe ich, dass dieses Rotom definitiv HP-Investment hat. Auch auf der Tatsache beruht, dass Nidoking schneller ist. Und entscheide mich jetzt dafür, Ice Beam zu drücken, da Full HP Rotom von Ice Beam sterben werden würde. Aber wir sehen, es hat anscheinend irgendwie auch Special Defensive Investment und bekommt deswegen den Defog raus. Hier lege ich nochmal die Tarnsteine in der Hoffnung, dass er mich angreift, aber er bleibt stur auf Defog, will die Tarnsteine auf jeden Fall nicht haben und deswegen töte ich ihn einfach mit Sludge Wave. Und er geht, wie erwartet, in Victini raus und ja, ihr wisst mein Switch in den Victini schon. Spätestens hier war ich mir jetzt sehr sicher, dass Victini den Bolt Strike nicht hat, weil er hätte mindestens in einem dieser Instanzen den Bolt Strike gedrückt. Und das ist eine richtig gute Nachricht für mich, weil damit kommt Victini gegen meinen defensiven Core einfach nicht durch. Und ja, wie man auch sehen kann, muss es hier rauswechseln. Ich kann jetzt hier einmal auf Score drücken, um zu gucken, wo er reinpivotet. Und ich bin jetzt hier auch nicht wirklich unter Druck, bringe hier meinen Seher also raus. Er toxinisiert mich. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich den Teleport drücke, deswegen ist Toxapex auch schneller. Und jetzt können wir for free in Darmanitan. Und wenn jetzt alles aufgeht, können wir mit unserem Belly Drum Set gegen dieses Toxapex uns setupen. Vor allem, da Seher uns jetzt unterstützt und dieses Toxapex darauf aufpassen muss. Ja, der Burn Chip kommt, wir sehen kein Black Sludge. Er drückt Baneful Bunker, das ist gut für uns sogar. Wir können den Sub rauskriegen, ohne dass wir der Sub Schaden kriegt. Und ja, wir sehen hier, die Future Sight geht durch. Er hat der Gegner auch gemerkt gehabt, er wusste nicht, dass Future Sight, also Seher, durch den Protect durchgehen kann. Und ja, jetzt sind wir in einer richtig guten Situation. Dieses Toxapex hat nur 10%. Und wir sind hinter einem Sub und können deswegen for free Belly Drum. Und kriegen unsere Select Berry. Er greift uns mit Scold an. Wir sind so investiert, dass Scold uns nicht brechen kann. Und spätestens jetzt ist es GG, weil... Ja, also selbst wenn irgendwas im Gegnerteam gescarft ist, wir sind Base 130, wir haben Ding. Und jetzt treffen wir auch den Icicle Crash, das Chris hat nicht gemattert. Und der Rest stirbt an einem Earthquake, der nicht daneben gehen kann. Und ich bin ja auch so investiert, dass ein Kobalion auch sterben würde, wenn es Sugarberry und Full Life wäre. Also, ja, das ist GG. Damit geht unser Plan richtig gut auf. Dieses Set hat super funktioniert. Der Gegner auf den kalten Fuß erwischt und... Ja, sehr solide, 6-0 gewonnen, nochmal GG an Naim, war natürlich auch ein bisschen Glück, dass alles so perfekt funktioniert hatte, hätte er sich anders gepreppt vielleicht oder andere Moves gedrückt, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber so ist es nun mal gekommen und ja, damit holt unser Eisaffe 5 Kills und wir gewinnen unseren zweiten Spieltag und ich hoffe, ich sehe dann euch im nächsten Spieltag, also haut rein!